Hallo, wir machen heute wieder eine Aufwärmroutine aus unserem Aikido-Training mit etwas anderen Elementen als im ersten Video. Die, die es gar nicht kennen, darf ruhig jeder mitmachen, einfach ein bisschen Acht geben, wie sich das anfühlt. Und die, die das sowieso vom Training her kennen, also verwendet es ruhig daheim, ihr könnt es auch einfach frei wechseln und andere Sachen machen. Es geht ja darum, sich dadurch auch gut einfach zu spüren, gut bei sich anzukommen und eine gute Wahrnehmung für alles zu entwickeln. Wir beginnen wie immer mit dem Verneigen und jetzt mal aufstehen. Wir machen heute erst im Stand einige Sachen. So, die Arme ausschütteln, das durch den ganzen Körper durchgehen lassen, entspannt stehen. Und dann Beine klopfen. Gut runtergehen, auch der Breite. Und jetzt mal mit dem Gewicht auf ein Bein gehen. Jetzt hier die Hüfte kann nach unten fallen, die brauchen wir jetzt nicht, um uns selber zu stützen. Also entspannt lassen, das ist die Schwerkraft, die wirkt. Und jetzt mal den Fuß so herannehmen, dass man die Zehen in beide Richtungen dehnen kann. Und auch mal kreisen. Darf ruhig die Bewegung auch größer werden. Die Knie und die Hüftgelenke ein bisschen einbeziehen. Und dann, ich drehe mich mal zur Seite als nächstes dann, also hier im Knie die Bewegung entstehen lassen, das Anwinkeln und so leicht aufstampfen mit den Zehenballen. Ansonsten aufrecht stehen bleiben, Gleichgewicht halten. So, dann Gewicht auf diese Seite gehen, die andere entspannt fallen lassen. Knie so anwinkeln erstmal. Und hier aufgerichtet über dem Bein stehen mit dem ganzen Gewicht. Auch immer spüren, wo man mit dem Gewicht ist. Es ist für alle Bewegungen wichtig, die wir machen. So, ins Kreisen anfangen. Zusammenlassen, jetzt mal mit den Knien kreisen und einfach den Schwerpunkt fallen lassen in diese Richtung, dadurch das entstehen lassen. Also gar nicht jetzt mechanisch nur an die Knie denken, sondern auch der ganze Körper bewegt sich damit. Weite Richtungen. Gut. Hände ruhig Kontakt hier zum Körper lassen, an den Hüften aufstützen und jetzt die Hüften kreisen. Weiter stehen wieder. Die Hände so verschränken für euch, den Atem spüren. Mit eurem nächsten Einatmen die Hände heben, so bis etwa Brusthöhe. Mit Ausatmen wieder nach unten sinken lassen. Zusammenlassen. Ein. Handinnenflächen zeigen nach oben und aus. Mit eurem Rhythmus weitermachen. Und hier darf man auch ein bisschen auf die Fersen kommen, wenn es sich gut anfühlt und stabil trotzdem noch.
Dich aufmachen, in den ganzen Raum reinspüren. Die Wahrnehmung öffnen und Blick weit werden lassen. Und trotzdem gut bei euch bleiben. Einmal noch. Und dann so locker aus dem Handgelenk, mit den Fingerspitzen, den ganzen Schädel mal klopfen. Bis zum Genick. Da dann rechts und links von der Halswirbelsäule auch die Muskeln ein bisschen klopfen, den Kopf ruhig leichter zu bewegen auch. Und den ganzen Weg wieder zurück. Und dann auch das ganze Gesicht. Kiefergelenke locker lassen. Bisschen nach außen hin ausstreifen. Und zu den Ohren gehen und dann die Ohrmuscheln mal so zwischen Daumen und Fingern kneten, massieren. Und leicht ziehen. Und dann lege ich die eine Handinnenfläche mal so hinten hier auf den Hals auf und streife das so aus, drehe den Kopf ein bisschen entgegengesetzt und abwechseln. Grundschultern kreisen. Andersrum. Dann mal hochziehen mit Einatmen, mit Ausatmen wieder fallen lassen. Und die Faust machen dann auch. Wechseln. Jetzt kommt eine Bewegung für die Ellenbogengelenke. Man das Ellenbogengelenk hier so aufstützen, dass man das Gewicht vom Arm nicht halten muss. Der Arm darf hier ruhig auch Kontakt haben und es einfach so in die Handfläche hier reinlegen. Jetzt mache ich so eine Drehbewegung vom Zentrum aus. Der Unterarm schwingt so ein bisschen mit. Das Zentrum stößt die Bewegung an und dann einfach das im Ellenbogengelenk drehen lassen und die Hand läuft so ein bisschen nach, also der Bewegung vom Zentrum, weil ihr weiter draußen ist. Also das mal jetzt einfach ganz leicht entstehen lassen. Und wechseln. Andere Seite, erstmal so auflegen, im Zentrum drehen. Den Arm die Bewegung mitmachen lassen. Das Ellenbogengelenk dabei hauptsächlich bewegen. Gut. Jetzt eine Bewegung für die Handgelenke. Ich stelle mich mal so seitlich. Die Hand so nach vorne bringen, die Finger zeigen nach vorne, Daumen zeigen nach unten. Die andere Hand so hier drauf legen, also gut Kontakt zwischen den Handflächen, keine Luft dazwischen. Die Finger greifen hier oben, der Daumen greift hier unten aufs Daumengelenk.
dann so ranziehen, dass hier eine Dehnung entsteht. Die Ellenbogen fallen eher nach unten, also nicht jetzt so hoch gehen, sondern die entspannt lassen und auch mal verschiedene Winkel machen, mal so direkt von vorne kommen oder mal von unten nach oben oder auch ein bisschen seitlich oder auch mal länger halten. Also nicht mechanisch immer die gleiche Bewegung einfach nur dehnen, sondern auch die Flexibilität vom Gelenk dadurch trainieren, auch einfach unterschiedliche Sachen reinspüren. Und wechseln, Finger nach vorne, Daumen nach unten, so draufgreifen und ranziehen. Und ich feste mal, das macht einfach selber entscheiden, also den Kontakt gut halten. Wenn man jetzt nur so mit den Fingern rangeht, ist die Verbindung nicht gut da und es kommt auch nicht so gut beim Gelenk an. Das ist auch die gleiche Art und Weise, wie man beim Partner greifen, wenn man bei ihm diese Dehnung macht. Ne? Deswegen also schon auf guten Kontakt und auf gutes Gefühl achten, dass man auch einfach spürt, wie fest man das macht. Und dass man auch ein bisschen variieren kann. Und auch schütteln. So, etwas breiter stehen, mal die eine Seite dehnen, Knie einbeugen, gut auf die Gelenke zueinander achten, dass sie richtig stehen. Und andere Seite. Und die Füße immer nachsetzen, dass es passt. Und ruhig tief gehen, wenn es möglich ist. Aber den Kontakt mit der Fußsohle im Boden jetzt nicht verlieren noch. So, ich stelle mich für die nächste Bewegung mal seitlich. Jetzt die Beine gerade lassen, Oberkörper so nach vorne bringen und das Gewicht hier aufstützen. Versuchen, dass möglichst die Wirbelsäule richtig lang gemacht wird in die Richtung hin. Und auch, ich lege mir jetzt mal so einen Stoff drauf, könnt ihr dann auch mal probieren. Da auch versuchen, die wirklich gerade zu lassen und nicht so einen Buckel haben. Das merkt man, dass wenn man so einen Stoff nimmt, Wirbelsäule so richtig gedehnt werden und die Haltung auch ein bisschen gespürt werden. Also so stehen jetzt mal, der Blick geht auf die Matte. Und dann gehe ich in die Hocke. Den unteren Rücken schön lang werden lassen, dehnen lassen. Die Fußsohlen können am Boden bleiben, wenn es möglich ist. Wenn nicht, dann könnt ihr auch auf die Zehenballen gehen. Aber schaut, dass ihr euch gut stabil halten könnt. Man kann den Kopf auch mal so ein bisschen einrollen, um es noch zu verstärken. Oder einfach da ein bisschen verschiedene Bewegungen machen. Aber die Wahrnehmung soll eigentlich trotzdem weiter nach außen gehen. Also eher so sitzen, dass man den Blick nach außen gehen lässt. Und nochmal aufrichten. Und wieder nach unten gehen, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht so weit runter und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Ferse sich lösen würde vom Boden, dann bleibt einfach in der Position, weil dadurch dehnt es auch mit der Zeit. Und dann, wenn man das wirklich öfter macht, dann kommt man vielleicht auch mal weiter runter. Also da selber dran arbeiten dann halt auch. Und nochmal. Und dann mit den Knien zu Boden gehen, die Handflächen so aufsetzen und nach vorne schieben, die Fußgelenke hier ruhig flach liegen lassen, also entspannt lassen, wenn es geht, und den Kopf so Richtung Boden sinken lassen, ruhig die Stirn auflegen und die Wirbelsäule ein bisschen durchhängen lassen, so wie es sich jetzt okay anfühlt. Und dann wieder zurückziehen, dass die Hände unter den Schultern sind, die Knie sind unter dem Hüftgelenk, also Vierfüßlerstand. Und dann mal kleinen Buckel, kleines Hohlkreuz, selbstständig ein bisschen abwechseln. Immer Atem fließen lassen,
Ein und aus. Und zur Ruhe kommen. Wieder zurücksetzen. Bleib mal gleich so seitlich für die nächste Übung. Erstmal ein bisschen Beine ausschütteln. So, jetzt die Knie so aufstellen, Füße ranziehen und hinten abstützen. Knie rechts, links ablegen. Schau, dass der Rücken unten nicht durchhängt. Und dann das Gewicht mal ein bisschen nach hinten verlagern, die Füße anheben und die Bewegung einfach weiterlaufen lassen. Jetzt versuchen die ganze Zeit in der Luft zu bleiben. Bauch noch ein bisschen trainieren der Beine. Und wieder aufsetzen, noch ein paar Mal weiterlaufen lassen. So, jetzt mal die Füße so greifen. Ich strecke dann die Beine nach vorne, also wenn geht, bis Kontakt zum Boden ist und die Füße halten. Wenn ihr das nicht könnt, dann ruhig einfach mit dem Gürtel auch wieder behelfen lassen. Und dann auch die Position ein bisschen halten, mit dem Ausatmen gut nach vorne kommen. Wenn es geht, halten und verstärken. Oder wenn ihr das braucht, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr schränkt euch vom Atmen ein, dann beim Einatmen ein bisschen hochkommen. Also schauen, was jetzt halt gut geht für euch. So, jetzt mal hinlegen, erstmal einfach den Kontakt zum Boden spüren, das Gesicht abgeben, an den Boden entspannt liegen. Und auch den Atem wahrnehmen, spüren, wie die Bauchdecke sich hebt, also wirklich den ganzen Bereich ausnutzen. Und dann ein Bein anheben, mit beiden Händen umfassen und mit dem Ausatmen zu euch ranziehen. Das andere Bein, diese Ferse ein bisschen wegstrecken, also auch gut drin sein vom Spüren. Dann hier so nach außen führen, bisschen halten und ausstrecken. Und dann abwechselnd weiter. Ein letztes Mal. Gut. Dann beide Beine zum Bauchrand ziehen, mit den Händen umfassen. Wenn es geht, die ruhig verschränken. Wenn es nicht geht, könnt ihr auch so bleiben. Und dann ein bisschen rechts, links schaukeln, den Rücken gut merken, gut spüren dabei, gut wahrnehmen. Nur so weit, dass man nicht umfällt. Und auch mal den Kopf anheben, verschiedene Stellen im Rücken dadurch erreichen. Und wieder ablegen, das ruhig selbstständig ein bisschen wechseln. Und zur Ruhe kommen.
So, jetzt machen wir mit halben Rollen wieder weiter. Und zwar heute mal etwas anders. Normalerweise machen wir so, dass wenn eine Seite oben ist, die bleibt so. Und wir gehen nach vorne und würden dann auch halb aufstehen, ganz aufstehen. Und heute machen wir das so, dass wir in der Luft die Beine anders übereinander schlagen. Es ist jetzt nicht die Bewegung, wie wir sie für die Aikido-Rolle dann brauchen, sondern es ist eher eine Gymnastikbewegung, aber es ist gut, um die Hüften schön weich werden zu lassen. Also von daher hat es durchaus auch seine Berechtigung. Das kann man genauso gut so auch machen. Wichtig ist, dass ihr, wenn er vorkommt und gewechselt habt, also trotzdem immer die Ausrichtung nach vorne behaltet, also nicht so nach rechts und links rüber schwankt. Ne? Ich mache das jetzt ein paar Mal vor, auch mal also von der Seite und auch mal von rückwärts, dass ihr das nochmal seht. Also ich fange an, die erste Rolle bleibt praktisch so. Beim zweiten Mal, hier fängt die Bewegung an, das untere Bein geht dann über das andere drüber und ist dann oben, wenn ich wieder runterkomme. Die Bewegung ruhig, also gerade die ersten paar Male richtig groß machen, dass ich wirklich hier in den Hüften, also gut Raum geht, gut weich werde. Ne? Und jetzt mal andersrum. Wenn ich nach hinten gehe, also ich sitze in dem Moment ein bisschen mehr auf der Seite. Also da fängt der Kontakt zum Boden ein bisschen mehr an als auf der anderen. Dann wechselt es hier rüber und läuft auf der anderen Seite von der Wirbelsäule wieder zurück. Das versuchen auch zu spüren, ne? Dass es ein bisschen von den Seiten sich ändert. So, nochmal so mit, so schräg. Und wir wechseln also jedes Mal, ich sage dann an, wenn wir halb aufstehen und ganz aufstehen. Und hier gut die Ausrichtung nach vorne hin nicht verlieren. Und halb auf. Immer darauf achten, weich runtersetzen, einen angenehmen Übergang zum Boden kriegen, dass also nicht staucht. Und beim nächsten Mal ganz aufstehen. So sieht es beim Aufstehen aus. Und der Drehung von einem Bein in den anderen reingehen. Gewicht verlagern. So, damit enden wir für heute. Es würde normal dann weitergehen mit Ausweichbewegungen und ganzen Rollen-Partnerübungen. Aber wie gesagt, hoffentlich demnächst wieder hier alle beim Training zusammen.